Servus, der Marc vom Business für Venus hier. Und bei mir ist die Jara. Aber mit, nee, mit, wie schreibt man mit, nee, doch mit K, ja, mit CH schreibt man die schon ganz mal. Die Jara, 17 Jahre jung, zuckersüß, wie ich finde. Sie hat irgendwie so eine Art wie so ein Hase, der auf der Wiese sitzt. Den muss man schon mal nicht fragen. Weil du bist der Typ, wenn du bei DSDS auftreten würdest, ja? Würdest du wahrscheinlich auch, wenn du Scheiße singst, wahrscheinlich ein Jahr kriegen. Es gibt so Menschen, die haben so eine brüllende Punkt, die da auch haben. Die magst du einfach irgendwie, du bist schon jemand. Ich hoffe, es stoppt mit der Kamera rüber. Es ist 11 Uhr, ich habe noch nicht getrunken, also das stimmt wirklich, was ich sage. Ja? So. Ja, du warst schon bei mir vor 2 Jahren. Also da hast du 15 Jahre. Du bist. Ja, aber ich habe gerade nichts drin. Oh, aber da hast du sie noch, sie funktionieren noch. Ja. Gut. Da waren wir noch 2020, waren wir auch schon hier hoch, oder? Da waren wir schon hier hoch, ne? Gut, jetzt bist du wieder hier, aber super nervös heute. Ja. Also, wir machen eine Baumhabe, 2 Mittelsternchen, in weiß, dass du das an. Was machst du sonst? Bist du Schülerin? Ja, ich bin Schülerin. Noch lang oder bist du bald fertig? Ich bin bald fertig. Gut. Was ist diese Deutschland? Ich habe mich Deutschland. Mhm. Ich habe Familie in Deutschland, aber eigentlich. Ja, das ist Wien, aber das ist nicht Wiener Deutschland. Ja. Okay. Nein, also, aber es stimmt, es ist in der Stadt, sperrt das Dialekt. Du hast den Bären an? Nee. Nein. Gut, ich wollte mich jetzt gerade mal reinziehen, so reinschnuppeln, aber jetzt habe ich das hinten raus keinen Stand. Kritisch. Geht auch so. Okay. Das ist wieder total modern eigentlich, dass man diese Tanker-Dinger so hochkriegt. Ich habe das jetzt in den letzten 2 Wochen gefühlt, sehe ich das jeden dritten Tag. Das ist irgendwie wieder hip, oder? Oder nicht? Ja, schon. Glaube ich. Ich weiß nicht. Ja, spannend. Also ich sehe die Trends immer als erstes. Irgendeiner löst auch so einen Spruch geworfen. Ja. Oh mein Gott. Zeig das nochmal an. Ich bin selber richtig gespannt, dass du einmal die Hände hängen lässt, aber das Shirt irgendwie vielleicht ein bisschen runterrutscht, weil ich muss das gerade haben, sonst ist der Bauch vielleicht dazu. Lebt sie noch? Sie lebt noch, ja. Das ist ein gutes Zeichen, ne? So, ja, sie ist wirklich unzufrieden. Ich höre mich gerne. Also ich freue mich auch, wenn die Leute ein gutes Feedback geben. Darf ich bitte einmal in den Spiegel zu schauen? Ja. Also ihr seht jetzt quasi hier oben den Punkt und hier unten den Punkt. Also schön gerade durchschnittlich von oben nach unten durch die Punktaufnahme. Ja? Gut. 10 mm Stichkanallänge, ganz wenig. 2 Glitzersteine in weiß. Und dann können wir eigentlich loslegen. Warte kurz. Ich baue noch kurz den Studi um. Entspann dich. Ich merke es. Du bist voll aus. Ja. Du wirst dich gleich wirklich voll ärgern und denken, das war jetzt überhaupt nicht schlimm. Ich verspreche dir. Komm, was ist denn das? Hast du Angst, dass du wegkommst? Ich weiß nicht, ich habe Angst, dass ich zucke oder so. Ich weiß nicht, so dass ich... Also wenn du den Stich spürst, bin ich schon durch. Also das ist gut, die Leute haben immer Angst vom Zucken, aber wenn ich steche, oder wenn du merkst, jetzt piekst, bin ich schon fertig. Ja. Da kannst du, wenn du das hast, ist es eigentlich vollkommen egal, weil da bin ich schon. Am Ende angekommen. So, dann darfst du dich hier legen. So? Ja, komm hoch, Beine runter. So. So, hast du keine Piercings bis jetzt quasi? Nur die Unterbüchchen. Nur die Unterbüchchen. Ja, ist ja in Ordnung. Tattoos? Tattoos habe ich. Ich habe das. Okay, aber dann. Da irgendwo habe ich ein buntes. Okay. Also dann bist du schon ein bisschen erprobt, was sowas angeht, im Grunde nach, ne? Ja, naja, das ist schon mal richtig. Also dann würde ich ganz sicher gehen. So, ich ziehe mir dann nochmal einen Handschuh an, meine Stelle. Und dann geht's los mit dir. Sieht so scheiße aus. Warum? Ich weiß nicht. Finde ich nicht. Alles gut. Alles okay. Okay. So. Da bist du schnell heimgehen, bis die umziehen lieber. Natürlich. Machen wir einfach kurz eine Pause. Ja, ich jetzt so, ja, brauchst du 2 Stunden wieder und dann hast du keine Ahnung was an, ja? So.
So, ich ziehe mir schnell den Handschuh an und dann geht's los. Das ist wieder so ein Handschuh, der geht ganz scheiße. Es gibt einmal am Tag, habe ich einen Handschuh, der voll orange ist und nicht sauber gut. So. Mein erster Termin heute. Du kommst gleich mal zu guter Laune rein. War sehr angenehm. Wenn ich jetzt so ein Kieskabel erstmal habe. So. So, Dali. Ja, man muss Hände belegen, mit Körper legen. Ja. Die bleiben wieder liegen. Du konzentrierst dich bitte nicht auf die Kamera. Die stechen da nicht mal. Ich brauche jetzt noch ein bisschen. Du kennst ja meine Videos eh alle, oder? Wahrscheinlich genug gesucht, um zu gucken, wie sie das ist. Ganz körperlos. Das war's. Und? Crazy. Oh mein Gott. Jetzt sei ehrlich, habe ich dich gerade zu dir versprochen oder was? Nein, es war nicht schlimm. Siehst du? So wie ich es versprochen habe. So, perfekt. Oh mein Gott. Wie geht's im Kreislauf? Bist du fit vom Gefühl? Du neigst ja eh nicht zu schwimmen oder sowas, oder? Manchmal, aber nicht wirklich, nein. Gott. Dann. Oh. Und? Es ist cool. Das gefällt mir. Einmal kurz zu mir. Dann haben wir das Schornadel-Piercing ganz frisch. Chiara lebt. Falls die Nervosität jetzt wert? Nicht wirklich, gell? Nein, nicht wirklich. Oder? Nein. Nee, ich dachte es ja, jetzt habe ich eigentlich immer das gleiche Thema, dass die Leute vorauszuppeln und in Wahrheit dahinterher sagen, das war alles easy. Ich erkläre mal die Pflege, das weißt du wahrscheinlich erst mal, die Videos, das musst du die Hände waschen und desinfizieren. Wenn die Hände sauber sind, dann bitte der Fondant-Spray empfehlen. Sprühe dir den Fondant-Spray auf das Kaffee drauf, lass es einwirken, 30 Sekunden. Damit es antibakteriell wirken kann, dann nimmst du eine Küchenrolle, reinigst bitte feucht, nimmst dann bitte das Gel, Tropfen nehmen, oben unten drauf tun, bisschen bewegen und das war's. Okay? 3 Wochen zweimal am Tag und dann 3 Wochen einmal am Tag. Und damit du das nicht alles vergisst von lauter Freude und Nervosität, gebe ich jetzt alles nochmal schriftlich. Dankeschön, danke. Dusche, Sport und Haare waschen, wie gesagt, morgen mal auf. Therme, zu lagen, dampfbar, Zaunerschmuggeln gehen bitte 3 Wochen nicht. Das ist wirklich wichtig. Hilfst du auf dem Bauch, Therme? Hilfst du auf dem Bauch oder hilfst du auf der Seite? Ich schlafe sehr komisch. Ich sage immer, wenn man im Bauch schläft, kann es ein bisschen länger dauern von der Heilung, ein bisschen blauen Fleck geben oder sowas ist normal. Also nicht erschrecken, wenn man ein bisschen beim Bauchschläfer ist, dauert es ein bisschen länger, als man als Hinweis. Dann musst du das. Wenn du es kannst, dann ist gut, aber wenn Leute wirklich auf dem Bauch schlafen, geht das nicht. Die schlafen, wie sie schlafen. Okay, passt. Gut. Noch Fragen? Jetzt? Gut, dann sind wir fertig. Das war die Therme. Es fühlt sich noch nicht an, als ob es so fertig wäre. Ich bin noch so... Es ist aber passiert. Ich sehe es. Ich kann es sehen. Du auch. In diesem Sinne. Tschüss. Baba.